Ja, und damit willkommen zurück hier bei Mafia Nummer 3. Beim letzten Mal haben wir den DLC gemacht, wo wir in der Karibik waren. Und jetzt machen wir den nächsten DLC, und zwar Zeichen der Zeit, den ich auch schon irgendwann mal angefangen habe, aber ich weiß nicht mehr wann. So. Na, hallo, hallo. Hallo. So. Die haben ein Auto in der Garage geparkt, aber das ist nicht das Auto, was ich will. So, wir bestellen uns mal eine neue Karre. Glaub, das Auto mochte ich Ich bin gerne. Mario und brauch was zum Fahren. Ich gehe noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Ja, ich sehe, wie du auf jeden Fall auf Klo bist. Wunderbar. Bitte überfahr mich nicht. Einmal Auto, wie bestellt. So ist das zu Dankeschön. schätzen. So, jetzt haben wir wieder einen kleinen Roadtrip vor uns. Obwohl, so weit ist es gar nicht. I didn't need the old SIM card, just reset the password and logged in and changed my phone number on the account, so I don't need that now. Oh, that's amazing. So. Ach, wir sind wieder auf der Straße, Leute. Wir hatten jetzt eine kleine Pause, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, und ich glaube, das war eigentlich ganz gut. Upsi. Ich hoffe übrigens, der Sound ist soweit okay, weil, wie ich beim letzten Mal halt schon gesagt habe, ich sehe manchmal nicht ganz genau, wie der Sound sich gerade im Streaming-Programm verhält, weil anscheinend ist es einfach im Moment so mit dem Update gekommen, dass das nicht ganz gut funktioniert mit der, ja, mit dem Darstellen vom Sound. Deswegen kann ich das nicht so gut abschätzen. Wir müssen einfach hoffen, dass es soweit passt, und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann sagt mir einfach Bescheid. Ich werde zwischendurch immer mal wieder reinhören ins Dashboard, und dann werde ich es ja auch merken. Aber ja, an alle, die auf Twitch zuschauen, schreit einfach, wenn irgendwas nicht passt. So. Ja, auf jeden Fall vor die Straße ist immer eine gute Sache. Oder auf die Straße, auf die Straße. Nee, niemand hat Zeit nachzuschauen. Wir sind beschäftigt. So. Das war knapp. Naja, gut, fahren wir hier lang. Betritt das Nuit Blanche. Das klingt ja schon lustig. Hallo. Nur mit Einladung, Kumpel. Zum Glück habe ich eine gleich hier. Anna, eine Freundin von mir, hatte genau so eine Karte. Ist ständig hierher gekommen. Hab sie nicht gesehen, seit sie mit einem von Bonnies Groupies weg ist. Die ist nicht so gut drauf. Und ich bin hier, um mal mit Bonnie darüber zu reden. Komm rein. Ich gebe dir eine kostenlose Führung, falls das Anna hilft. Tja. Wo willst du denn hin? Ich führe nur unseren neuen Gast herum. Du übernimmst die Tür für mich, okay? Wunderbar. Ich bin übrigens Oscar. Linke, was für ein Name? Army. Bis Onkel Sam mich für unerwünscht erklärt hat. Scheiße. Tut mir leid, Mann. Geht's hier immer so? Drogen und Alk für Lau sorgen dafür. Bonnies Leute halten den Zirkus hier rund um die Uhr am Laufen. Bist kein Fan, huh? Ich trau der Schlampe nicht. Sie und ihrem kranken inneren Zirkel. Hat dir das gefallen? Wenn ich weiß von einer echten Party. Komm schon. Weiß nicht. Hab zu tun und... Oh. Und da ist sie, wie sie leibt und lebt. Die verdammte Bonnie Harness. Sieht doch freundlich aus. Schaut euch nur an. Das Schönste, was New Bordeaux zu bieten hat. Und ihr habt euch was zu trinken verdient. Genießt ein paar Kräuter. Genießt die Nacht.
Lass die Seele emporsteigen. Der Schleier ist gelüftet. Komm schon, ich will dir etwas zeigen, hinten im Lagerraum. Vielleicht kannst du dir ja einen Reim darauf machen. Bonnie hat die fest im Griff. So macht sie das. Sucht sich die Schwächsten aus. Dann macht sie Bonnie Harless zur wichtigsten Person in deren Leben. Siehst du die Typen, die da drüben die Tür bewachen? VIP-Bereich? Keine Ahnung. Ich bleib mal auf laut. Immer bewaffnete Wachen an der Tür. Hab gehört, wie sie von Orten der Finsternis geredet haben. Als ich Anna das letzte Mal gesehen habe, wurde sie nach da unten gebracht. Okay. Ich habe ein paar Fässer nach oben gebracht. Dabei habe ich da hinten eine Schwarzlichtlampe gefunden. Wofür haben die sowas gebraucht? Schau doch mal selbst. An der Wand. Na toll. Wer weiß, was wir hier jetzt für komische Rituale finden. Eine Art Schwarzlichtlampe. Vielleicht finde ich damit einen Weg. Was zur Hölle machst du hier unten, Oscar? Immer schön cool bleiben. Ich sollte deinen Schwuchtelarsch auf die Tanzfläche schleifen und dir dann reintreten. Okay, jetzt habe ich Angst. Zufrieden? Hallo. Tschüss. Arschloch. Oscar, was geht da unten so vor? Bin mir nicht sicher, aber was auch immer das ist, es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Mal sehen, ob ich die Wachen von der Tür weglocken kann. Zumindest für eine Minute. Aber du musst dich beeilen. Danke, Oscar. Übrigens, ich glaube, das ist heute deine letzte Nacht im Nuit Blanche. Lass dich da unten nicht umlegen. Na toll, und ich habe mir natürlich vorher nicht meine ganze Ausrüstung geholt. War jetzt nicht der schlauste Take, den ich je hatte. How are you today? I'm fine. How are you? Einer von euch ist im Lager ausgerutscht und hat sich verletzt. Vor den Ensanglanté kannst du dich nicht. Ich habe ihn hier drüben. Gut. Das hat schon mal gut funktioniert. Und ich habe natürlich auch keine guten Waffen. Ja, wer hätte damit gerechnet? I'm fine too. Amazing. I was gonna ask about your dinner, but it's only 2:41 right now, so yeah. Maybe we talk about this later. Okay, Schwarzlicht gedrückt halten, okay. Spuren. Scheint so, als wären Bonnies Leute hier durchgekommen. Ah. Ich erinnere mich auch irgendwie hieran. Sieht ja vielversprechend aus. Sieht nach einem super Ort aus, um Leichen zu entsorgen. Oh Mann. Komme ich da durch? Nein. Komme ich hier durch? Nein. Oh, Jesus, take the wheel. Das sieht alles nicht vielversprechend aus. Obwohl, eigentlich schon, es sieht schon spannend aus. Der andere DLC gefiel mir besser als dieser. Ja, mir auch. Obwohl ich es irgendwie cool finde, dass hier alles so crazy leuchtet. Das finde ich doch ein bisschen cool. Aber das in der Karibik fand ich irgendwie auch besser. I wonder how many times you will say, Jesus, take the wheel. Yeah, maybe we need a counter for this one. Ooh.
Ich fühle mich ein bisschen wie ein Detektiv. Bonnies kleiner Club brummt. Ich weiß nicht, ob das hier alles so legal ist. Ja, schmeiß weg, kein Problem. Wealthy Storage. Scheint ein Ort drüben im Bayou zu sein. Was ist das? Wir müssen uns auf jeden Fall, wenn wir hier raus sind, unsere Waffen wiederholen. Wir sind so am Arsch ohne. Das Jahrbuch der Wells Park Middle School von 1958. Ja, wunderbar. Ich dachte, der liest mir das vor. Fuck. Ich habe davon gelesen. Brandstiftung. Hat ein paar schwarze Kids drüben in Barclay umgebracht. Oh, daran erinnere ich mich. Ich glaube, das wird doch noch cool. Ich glaube, das wird noch ganz cool. Vielleicht entsprechen diese Altäre bestimmten Stellen in der Stadt. Joa, wir haben ja einen richtigen Ratefuchs hier. Drehen? Da ist doch was, was glitzert. Da glitzert was. Guck es dir doch an. Ah, da steht auch was drauf. Harles Menschen. Ja, da wohne ich. Oder so. Na toll. Hier, guck es dir an. Hier. Oh, Mann. Hier, guck es dir an. Mann, wir können es uns wirklich nicht genau angucken. Wie nervig. Ach, da war was. Moment, da war ein Symbol hier. Der alte Rebellengeneral Braxton Mosby Harless. Er und sein Clan hatten ein Haus oben in Frisco Fields. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, der DLC, der wird, glaube ich, noch ganz cool. Weil ich habe mich jetzt irgendwie so gerade an ein paar Sachen erinnert und ich glaube, also allgemein, Mafia hatte schon so die coolsten DLCs, also Mafia 3 zumindest. Du solltest nicht hier sein. Sie gehört zu uns, Mr. Clay. Sie braucht uns. Mehr als je zuvor. Sie kommen nicht mal in die Nähe von Anna. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass mein Charme bei Ihnen nicht wirkt, aber ein Versuch, was wird. Wir glauben daran, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist, Mr. Clay. Da werde ich nicht widersprechen. Haben Sie jemals miterlebt, wie ein Lebenslicht in den Augen eines anderen erlischt, Mr. Clay? Ja. Es ist so wunderschön. Pur. Intim. Meine Blutlinie hat diese Stadt gegründet und besessen. Doch wenn ich mich heute umsehe, lebt da nur noch das Pack, wo früher die Noblen residierten. Ach ja, ich bin untröstlich. Sie sehen etwas kränklich aus. Vielleicht sollten Sie sich hinsetzen. Sag mir, wo sie ist. Ein Fick werde ich. Das Pack wird sich erkennen. Und sein Platz. Der Segen ist mein, Mr. Clay. Lebend kommen sie hier nicht mehr heraus. Den Satz kenne ich. Na wunderbar, das klingt doch schon mal vielversprechend. Ich schlachte dich ab, Schweinchen. Nein, der gehört mir. Mir.
Schaut ihn euch an. Da ist mehr als genug für alle dran. Zum Glück haben wir eine Knarre. Komm schon, vor dir habe ich keine Angst. Gib uns einen Kuss. Oh. Du bist noch nicht fertig. Was ist denn mit ihr? So, das Spiel können mehrere Leute spielen. Ich überlege gerade, wie ging nochmal dieser Überlebensmodus, den es gab. Ja, so nicht. Vielleicht sollten wir direkt diese Waffe auspacken. Sprengladung legen, ja wunderbar, das klingt nach mir. Naja, wir werden hier schon irgendwie rauskommen, denke ich. What drink do you have right now? I have some plum tea. It's like some Christmas tea. And what do you have? Oh oh. Ach Quatsch. Ich bin gar nicht hier. Oh, ein Messer. Coke, oh. I'm surprised. Wurfmesser sind jetzt verfügbar, um Feinde geräuschlos auszuschalten. Rüste dich über das Waffenmenü mit Wurfmessern aus. Okay, interessant. Warte mal. Hier liegt eine Dingens. Nee, ich glaube, die Waffe, die wir jetzt haben, ist besser. Ich möchte hier nochmal ein bisschen gucken. Sind die Trusen noch hier? Ich glaube nicht. Die hatten auch schon keinen Bock mehr. Some Scottish streamer liked your tweet. It wasn't me. Oh. Amazing. At least somebody likes my tweets. Oh. Das heißt, falls die Mädels um. Gut. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich unsere Waffen wiederholen. Das ist gerade alles nicht so gut. Was hätte ich? Sei ruhig. Brenn, du Arschloch, brenn! Gut. Das war jetzt vielleicht nicht der schlauste Take, aber naja. Beim nächsten DLC denken wir dran. Ich hoffe, ich denke gleich schon dran. Es geht hier halt auch noch eine Weile länger. Also wir müssen noch verschiedene Sachen erkunden. Wir werden es gleich wahrscheinlich sehen. Oh. Ach, die sind über mir. Ja gut, das geht ja noch. Ich guck mal, wir haben Granaten. So. Kommen die hierher? Ich glaube nicht, aber ich werfe die einfach mal da hoch. Oh, das hat tatsächlich jemanden erwischt. Ich bin schockiert. Gut, das interessiert anscheinend keinen. Aber der Club an sich ist eigentlich ganz cool, oder? Geld. Da sollte irgendwo noch jemand sein. So. Boom. Boah, ich lieb's auch, wie sich dieses Ding da dreht. Ich wusste gar nicht, dass es damals schon sowas gab.
Das benötigen wir. Gut. Damit hat sich das dann auch erledigt. Irgendwo hier scheint noch so ein Dingskasten zu sein. Genau, perfekt. Wunderbar, wunderbar. Ja, für alle, die auf Twitch zuschauen, wir machen halt die DSDs jetzt einfach nur so lange, wie wir Bock haben. Also vielleicht machen wir nur einen, vielleicht machen wir auch noch den zweiten. Je nachdem. Also wenn ich keine Lust mehr habe, dann hören wir einfach auf. So. Ich denke, für YouTube-Folgen wird es reichen. So, wir hauen erstmal ab. Also zumindest von der Länge her. Gerade bin ich nämlich noch motiviert. So. Dann bleiben wir mal hier kurz stehen. Genau, jetzt haben wir hier verschiedene Aufträge, die wir nacheinander abarbeiten können. Und die sind sogar ganz cool, glaube ich. Also ich erinnere mich an ein paar coole Sachen. Dementsprechend wird es, glaube ich, ganz lustig. So, die Geldfrau ist schon mal da. Hallo. So, Schrotflinte ist egal. Spezialwaffen, naja, automatisch. Ich hätte gern wieder die mit dem Schalldämpfer. Ah, schneller Baby müssen wir erst beenden. Ja, gut. Munition können wir schon mal kaufen. Das haben wir schon alles verbessert und dafür müssen wir das Einkommen erhöhen. Gut, dann war das diese. Dann rüsten wir uns die mal wieder aus. Dann gehen wir nochmal auf Pistolen. Wir rüsten mal die aus. Okay, die ist besser. Es sei denn, da kommt jetzt noch irgendwas Krasses. Sieht nicht so aus. I'm gonna go to the shop right now and get some food or something and you're coming with me, so amazing. I'm forced to go to some shop. I need to call the police. Also, ich höre immer wieder ganz kurz ins Dashboard rein. Aber mit dem Sound ist alles in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum das Programm auf einmal solche Probleme hat. Also es ist halt erst, seitdem ich das Update gemacht habe und die Aufnahmen nicht mehr funktioniert haben, falls sich noch jemand erinnert. So, genau, jetzt haben wir hier diese drei Punkte. Wir können einmal hier Wealthy Storage gehen, wir können Schule gehen und wir können Harles Anwesen gehen. Ich liebe es, wie ich das formuliert habe. Ich würde sagen, da als erstes hin, oder? Würde ich schon sagen. Ja. Granate vergessen aufzufüllen. Stimmt, ich habe was vergessen. Oder hat sich das... Naja, wir können es gleich noch machen. You know how it is. Yes, I'm forced to go to some random shop. Stimmt, aber wir müssen gleich uns noch das andere Zeug holen. Aber das ist ganz cool. Also diese drei Punkte in der Mission, die waren, glaube ich, alle ganz cool. Aus dem Weg. Wie das Auto abgehoben ist, weil ich den Typen überfahren habe. Ich lieb's. So. Da vorne ist es auch schon. Ich weiß noch nicht, wo ich abfahren muss. Ach, ich liebe dieses Auto. Ist immer noch eines meiner Favorites, muss ich sagen. Oh. Ui. So. Okay, das ist da links. Wir sind jetzt wieder in dieser reichen Gegend. Wir waren hier schon mal, ich erinnere mich.
So. Oh, das Lied ist, glaube ich, Copyright. Ich mach mal aus. Auf Twitch werden tatsächlich meine VODs immer nur gemutet, wenn ich, Das ist jetzt nicht so gut. Oh nö, da kommen noch mehr von den Affen. Ja, zünde du dich mal ruhig selber an. Währenddessen bestelle ich mir noch mal den Munitionstypen. Komme schon, nur einen Augenblick. So, dann holen wir uns mal Munition und Ausrüstung. War das hier? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir nicht. C4-Ladung, wunderbar. Wurfmesser haben wir auch, aber ich wollte noch Nachschub hiervon, genau. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Ja, fahr ruhig da rein, kein Problem, aber überfahr mich bitte nicht. Geld. Zum Glück haben die ein paar Dollaris dabei. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ah, ich erinnere mich. Das war voll cool hier. Das sieht aber auch schon irgendwie echt cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an das Anwesen aus Red Dead Redemption 2. Ich bin manchmal am überlegen, ob ich das nicht auch nochmal spielen sollte. Super lustig, aber auch jetzt letztens habe ich erst wieder unter einer Red Dead Redemption Folge auf YouTube einen Kommentar bekommen. Anscheinend haben sich im Spiel irgendwelche Sachen verändert. Naja, gut. Und jetzt ja, hat jemand geschrieben, ja, bei mir geht es und damals ging es anscheinend nicht. I don't know, ganz komisch. You're coming with me now, so amazing. So, say hello to the cashier from me. Greetings to him or her, I don't know. In fact, no, you're not, because I need to change my phone, so I'm gonna leave it here to charge. Ah, you need to charge your phone, not to change. Ah, okay. Now I got it. But greetings to the cashier. Ich hoffe, das ist überhaupt das Wort für Kassierer. Ich glaube schon. Ja, hier sind irgendwelche Gase unterwegs. Das sieht alles sehr gesund aus. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, jetzt ohne Waffen rumzulaufen, ist natürlich auch eine sehr schlaue, ist eine sehr schlaue Herangehensweise. Klick, Foto. Alles Rebellenuniform gehört in den Müll. Okay, da geht's nach unten. Da liegt irgendeine Notiz rum. Ich will von der Statue ein Foto machen. Die sieht so angeleuchtet aus. So, Notiz lesen. Oh, Jesus, take the wheel. Liebste Mutter, ich hoffe, dass dieser Brief dich bei guter Gesundheit antrifft.
Okay, ja, mich treffen Briefe auch immer an. Die Kinder und ich sind gesund, aber wir sind schweren Zeiten anheimgefallen. Seit dem unerwarteten Dahinscheiden unseres geliebten General Thales haben sich unsere Mittel erschöpft. Ich bedauere es dir, auf diese Art mitteilen zu müssen, aber wir werden das Anwesen in den kommenden Monaten veräußern und nach einem neuen Zuhause für die Kinder und mich suchen. Ich weiß nicht, wo wir uns niederlassen werden, aber ich vertraue auf Baxtons weise Worte, dass die Zukunft uns gehört, ganz gleich wie düster die Gegenwart sein mag. Deine dich liebende Tochter Winifred Harless. Okay. Interessanter Name. Aber naja, I don't judge. Zumindest jetzt nicht. Wer spielt da Klavier? Da habe ich was dagegen. Ich habe dir 50 Mal in die Birne geschossen. Was ist falsch mit dir? Da war doch noch jemand. Sag ich ja. Mann, wieso wollen die mich immer alle abstechen? Oh nö, noch tiefer in diesen ganzen Scheiß rein. Das klingt doch alles nicht gesund. Wer weiß, was hier für Drogen verbrannt werden, damit man hier direkt high ist, wenn man auch nur in den Radius von diesem Gebäude kommt. Naja. Aber das Ding finde ich cool. Sowas würde ich mir actually auch kaufen. Ich finde, das sieht irgendwie ganz nice aus. Auch wenn alles, was da drauf ist, wahrscheinlich schon um 500 Jahre veraltet ist. Aber es sieht cool aus. Na gut, das grüne Licht sieht schon mal auch sehr vielversprechend aus. Ich glaube, wir sind hier auf dem Weg zum nächsten Drogenversteck. Ach du Scheiße. Irgendein Götze. Schick. Eine Tür. Oh, hier sind doch wieder irgendwelche. Ich höre das doch schon. Oh, jemand guckt zu. Was bist du? Interessant. Und wer sind Sie, junger Mann? Ich leih mir mal das Buch aus. Kein Grund, direkt ineinander zusammenzufallen, nur weil ich mir das Buch ausleihen möchte. So, Notiz lesen. Das sieht doch alles wunderbar aus. Linke Seite, die Noblen, die herrschende Klasse des Esanglante. Rechte Seite. Deine Erlösung kannst du nur durch mich erlangen. Nur wenn du würdig bist, das Mal der Noblen zu tragen, wirst du nach der Auslese mein Anglitz erblicken. Ja, ich erblicke gerade schon viel. Und zwar, naja, ein Haufen Knochen. Ist auf jeden Fall ein Anglitz, das seinesgleichen sucht. Ja, Nobel bin ich auch. Klick. Herr Sanglant, hab genug gesehen. Ich hab, was ich brauch. Gut, die Frage ist, ob wir hier jetzt einfach rauskommen.
Aber bisher fand ich es ganz cool. Was ich mir bei solchen Sachen immer vorstelle, ich meine, das Haus ist ja schon wirklich einfach richtig krass alt. Wie sah das Ganze wohl aus, als das Haus gebaut wurde? Also so im Real Life gibt es das ja auch, dass man irgendwelche uralten Häuser hat. Im Moment, glaube ich, irgendwie so ein Haus direkt an der Nordsee oder so für 40 Millionen Euro verkauft. Irgendwie super crazy, weil wie sah das Ganze aus, als das Haus irgendwie 1800 Schlag mich tot gebaut wurde? Also der Ausblick, und jetzt ist hier einfach so, hier sind hier so Brücken und so Gebäude und da ist auch noch so eine fette Brücke. Wahrscheinlich war das hier alles einfach so nichts und nur so diese Kirche da hinten existierte oder so, als das Haus gebaut wurde. Ist schon crazy, wenn man so aus seinem Fenster gucken kann und sich da einfach so eine Stadt entwickelt. Da bin ich ein bisschen neidisch. Aber gut, ich glaube, das Haus da an der Nordsee, da, naja, gut, da kannst du halt aufs Meer gucken. Da hat sich in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich nicht so viel verändert. Das Licht von der Kamera blendet mich immer. Ja, same. Das fühle ich. Ich sitze hier halt auch in so einer relativ dunklen Umgebung. Da ist das nochmal, glaube ich, ein bisschen verrückter. Aber zum Glück sitze ich irgendwie 5 Meter vom Bildschirm entfernt. Von daher kein Problem. Auch hier so relativ moderne Häuser. Das gab es ja alles nicht, als das Haus da quasi gebaut wurde. So, wenn es im echten Leben so wäre. Stelle ich mir aber immer ganz cool vor. So, wir haben jetzt noch 2 weitere. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir zur Schule. Lincoln muss ein bisschen was lernen. Guck mal in die Aufnahme. Wir sind jetzt erst bei 30 Minuten. Ja, das passt schon. Und der Stream geht einfach schon fast eine Stunde. Also wir werden dann 10 Minuten länger machen, weil die ersten 10 Minuten waren ja nur der Stream-Startet-Modus. Aber wenn ich jetzt bedenke, dass noch 11 Stunden kommen... Ach du Kacke, mein Beileid an alle, die hier zugucken. Und mein Beileid an meine Stimme. Ich glaube, die wird am Ende nicht mehr existieren. Aber das ist okay. Ich bin mal gespannt, ob mein PC das mitmacht. Und ich bin gespannt, ob, weiß ich nicht, das Internet das mitmacht. Ich habe vorher extra nochmal den Router neu connected. Damit sich das nicht irgendwie, damit das nicht nochmal passiert, wenn wir hier streamen. Ah, ich glaube, das wird heute noch lustig. So. Hallo. So. Da vorne ist die Schule auch schon. Ich denke mal, wir werden uns diese beiden Gebäude jetzt noch in der Folge angucken. Zumindest auf YouTube. Genau, Herzanfall, kein Problem. Gönn dir ruhig. Gelange in die Schule. Gut. Sieht auf jeden Fall nach einer total tollen Schule aus oder so. Gar nicht gammelig. Hier so Container dran. So sah meine Schule auch aus. Komme ich hier rüber? Ja. Moment, was haben meine entzündeten Augen da gesehen? Nichts. Okay, wunderbar. Eine Leiter. Gut, das war jetzt nicht so schwierig. Shit. Schon wieder dieser verdammte Qualm. Alter. Joa. Das katapultiert uns ordentlich die Gehirnzellen aus der Birne raus. Aber ganz so schlimm sieht es hier eigentlich gar nicht aus. Also ich dachte irgendwie, das wäre
Verbrannter. Aber ja gut, der Rauch, ne, wenn der Rauch noch da ist, dann ist problematisch. Ja, ich merke das schon. Ich mach mal auf laut. Wie lange ist das schon hier? Da ist was in ihrem Bauch. Das Symbol passt zu dem von Anna. Muss das Symbol für den Segen sein. Foto? Klick. Boah, ich lieb's. Ich lieb dieses Auslösegeräusch. Ich glaube, ich hab genug. Du hast genug? Ich weiß ja nicht. Vielleicht können wir ein cooles Thumbnail machen oder so. Oh, jetzt ist es leider nicht mehr. Obwohl, doch, jetzt kommt's wieder ein bisschen mehr. Warte, warte, es wird gleich wieder krasser. Wir müssen so viel, wie es nur geht, draufkriegen. Ne, irgendeins wird schon funktionieren. Da ist noch irgendeine Notiz. Lesen. Alles für den Segen Beschützer und Träger von Père Seglans heiligem Licht. Mit der Ankunft des Segens beginnt unser Aufstieg. Ja gut. Das kann man jetzt so oder so sehen. So, dann mal rüber da, raus aus dem Drecksloch. Wo habe ich geparkt? Du darfst auch gerne einsteigen, aber du kannst natürlich auch gerne im Regen stehen bleiben, kein Problem. Wealthy Storage. Ich überlege halt die ganze Zeit, welches Gebäude das nochmal war. Ich habe eine Idee, aber ich glaube, das ist es wohl. Das ist so weit abseits. Das könnte es schon sein. Was ich noch in Erinnerung habe, sage ich mal. Ist es das? Ich fahre jetzt einfach vorbei. Und die Tür ist offen. Entspannt. Gut. Die wollen uns alle irgendwie umbringen. Ich gehe hier mal in Deckung. Mein Auto! Du Hanswurst, ihr habt auf mein Auto einen Molotow geworfen. Geht's euch noch gut? Das ist das Jute Kfz, das Blaue. Oh, das ist nicht so gut. So. Was habt ihr jetzt davon? Lasst bloß mein Auto in Ruhe. Keks. Oh, was ist das? Eine Schallplatte. Finde ich gut. Ja gut, das hat es jetzt gebracht.
Was hat der für einen Hut auf? Ja, zeig mir ruhig den Mittelfinger, du kleine Wurst. Gib mir doch zumindest dein Geld. Ach, der hat keins, ja. Dann hat sich ja gelohnt. Ich dachte, die haben zumindest Geld, wenn die zu so einer Sekte gehören. Naja gut, aber wenn die ganzen Mitglieder das ganze Geld abdrücken müssen, dann haben die natürlich keins, das ist klar. Back, welcome back. Na gut, immerhin ein bisschen Kohle. Oh ne, mein Auto. Och man, mein Auto. Ach, oh, naja gut, dann kommen, fahren wir Cabriolet. Viel besser. Nicht. Boah, was eine Müllkarre. Ich hab's geliebt, Cabrio zu fahren. Ich meine, mein anderes Auto zu fahren, aber Cabrio fahren ist eigentlich auch okay. Oh, unser Reifen ist kaputt. Ja, wunderbar. Hallo. Gut. Ja, nee, das ist nicht der Ort, den ich in Erinnerung hatte. Müllauto. Vielleicht komme ich hier durch. Wunderbar. Gut. Oh, schick. Hallöchen. Sie haben einen sehr schicken Bart. Das sieht cool aus. Kleines Foto. Oh. Hier geht's nicht weiter. Na wunderbar. Muss ich hier? Ich muss hier vorbei. Okay. Ich wollte dann sagen, wo muss ich lang? Aber ich finde den DLC tatsächlich jetzt so, wo wir das Ganze hier wieder mit dem Licht sehen, ich finde es ganz cool. What energy drinks you got? I think I've got some Red Bull and some Monster. Na wunderbar, hallöchen. Ja, wunderbar. Hallo, Albtraum. And what did you get from the store? Please tell me. Na toll. Some pasta thing to eat. Ooh, amazing. Energy Drinks ist nicht so meins. Ich trinke immer Cola, Saft und Wasser. Ja, ich hab's mir auch abgewöhnt, weil, naja, obwohl ich finde schon, es schmeckt manchmal schon ganz geil, aber ich weiß nicht, ich fühle mich danach immer so ein bisschen komisch, so. Aber es ist nicht auf so eine gute Art aufgedreht, wie bei Kaffee, sondern es fühlt sich einfach komisch an. Deswegen habe ich es mir ein bisschen abgewöhnt, aber von Red Bull trinke ich eigentlich schon immer diese Winter Editions. Oder diese Sommer Editions halt, also was es da immer gibt. Die sind ganz geil. Oh, na wunderbar. Aber ansonsten habe ich es mir größtenteils abgewöhnt. Aber ich dachte mir, für heute brauchen wir ein bisschen Energie. Und ich will mir hier jetzt auch nicht 10.000 Liter Kaffee kochen, auch wenn ich es vielleicht tun sollte.
da stecken solche Messer drin, ich verstehe. Gesegnet, Schwester. Was war das denn? Gut. Das war's dann wohl mit eurer Segnerei. Gott. Jetzt sind wir hier wieder Mordermittler. Das gleiche Symbol wie bei Sammys Bar. Das Pack. Muss für die Leute stehen, die von ihnen geopfert werden. Das kann ich hier noch angucken. Oh, hier können wir noch was angucken. Scheiße, Mann. Lecker. Gut, ich glaube, ich kann verlassen, oder? Hier ist nichts mehr, hier ist auch nichts mehr, hier ist noch was. Die Frau ist ja schlimmer als Makano, finde ich. Ja, das stimmt. Irgend so ein Sektenkram. I prefer Coke 2.0. I'm surprised. So. This looks amazing, so ist es. Ein Apfel. Da ist was. Moment, da ist was. Hier. Blut. Wow. Wir haben hier einen richtigen Ratefuchs. So. Ist was? War was? Ich glaube nicht. Ach, Anna wurde noch nicht geläutert. Wir müssen sie zurückholen, um die Zeremonie abzuschließen. Die Ensanglanté haben ohne das Mädchen keine Zukunft, findet sie jetzt. Ich liebe dieses Wort. Weil ich das so wunderbar aussprechen kann. Das Traurige ist, ich kann halt wirklich ein bisschen Französisch, ach du meine Güte. Und ich spreche das aus, als könnte ich zu überhaupt nichts. Mit dem Schnitt und die in die Handfläche des Noblen verschlingt das Pack unsere Sünden, selbst wenn sein eigenes beflecktes Fleisch verzehrt wird. Ja, das klingt doch alles toll. That's not nice. I don't know what you're talking about. Okay, wir müssen jetzt anscheinend wieder so raus sneaken. Oder wieder rein sneaken. Ich fühle mich wie Apo Red. Oh. Schockierend. Wir tauchen irgendwelche merkwürdigen Typen auf und fahren dämlich durch die Gegend. I'm shook. Oh oh. Hier ist niemand. Ich sehe nichts. Ich versuche mich gerade so ein bisschen an der Map zu orientieren.
Hi. Gut. Blut für Blut. Den hol ich mir. Blut der Ensemble wurde vergossen, Familie. Scheiße, mach uns einen nach dem anderen fertig. Mögest du Père Sanglant treffen? Ja, genau, mon Dieu. Sacre bleu. Finde deinen Frieden mit Père. Au revoir. Ich kann auch Französisch, siehst du? So. Au revoir. Bonne nuit. So. Damit ist mein Französisch auch ausgeschöpft. Ich will so ein blaues Auto haben. Oh oh, das ist nicht so gut. Nicht auf das blaue Auto, damit wollte ich fahren. Och Mann. Na gut, vielleicht ist das blaue Auto ja noch in Ordnung. So. Dann sind wir hier jetzt auch durch mit dieser Freakshow. Aber es war ja eigentlich ganz lustig. Also der DLC ist auch noch ganz cool. Aber ich glaube, an denen in der Karibik kommt nichts ran. Nie wieder überhaupt irgendwas. Wo bin ich hier überhaupt? Ich bin hier noch nie in meinem Leben lang gefahren. Noch nie. Entkomme aus dem Lagerhaus. Hier bin ich ja jetzt. Ich sollte zurückgehen und mit Erna reden. So, auf. Wir holen uns auch gleich mal wieder ein neues Auto. Wieder ein blaues. Ist das die gleiche Farbe, wie unser Auto hat? Wir müssen das mal vergleichen. Wenn ja, ist mir das sehr sympathisch. Das war mein Auto, glaube ich. Da liegt Geld. Ich bin nicht in einem Auto. Wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ich glaube, das ist dieselbe Farbe, oder? Ah, ja, sehr sympathisch. Ach ja, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich lieb's. Hier ist dein Wagen, Boss. Das ist eine große Hilfe. Finde ich ziemlich cool. Ich liebe Mint. Irgendwann kaufe ich mir ein mintfarbenes Auto. Okay, jetzt haben wir einen kleinen Roadtrip vor uns anscheinend mit einem Totalschaden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, ich habe ja noch gesagt, irgendwann werden wir uns in diesem Auto noch umbringen. Naja. Passiert, ne? Ich bring ihn dir sofort rüber. Ich trinke mal kurz was. Moment. Ich würde sagen, auf YouTube machen wir es jetzt einfach so. Wir werden jetzt das Gespräch noch mit in diese Folge hier reinpacken. Und dann machen wir noch eine Folge. Oh, das ist nicht so gut, der Song. Also der ist Copyright geschützt, deswegen problematisch. Machen wir noch eine Folge, also wir machen das Gespräch noch in die Folge mit rein und dann machen wir noch eine Folge und dann machen wir da den Rest. Ich denke, das ist ganz gut.
Ja, das war schon wieder eine knappe Kiste hier. Weil ich definitiv nicht zu schnell gefahren bin. Ich halte mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder so ähnlich. Oh, hier muss ich rein. Kleiner Drift. Oder auch nicht. Ja. Ich muss kurz Chat lesen. I'm not gonna be here for all the 12 hours because I'm gonna see my family from Australia for an hour or so. Oh, amazing. I have to work with someone from Australia for the university. But we didn't start yet because he's still in Australia. So. Ja, Gruppenarbeit ist immer das Beste, ne? General Harless, diese Symbole, die Zeremonien, dieser Kult, der sich selbst als Familie bezeichnet. Bonnie und ihre Leute arbeiten auf irgendwas hin. Aber was hat Anna damit zu tun? Ja. Wie auch immer, diese kranken Wichser werden erledigt. Zeit, das jetzt herauszufinden. Alles okay? Hab so eine Psychodroge abbekommen, die sie bei den Ritualen einsetzen. Hat mich ganz schön umgehauen. Ich sagte es doch. Ich sagte es doch. Pass auf den Schleier auf. Ich sagte es doch. Schleier? Das Zeug heißt Schleier? Ja, der Schleier. Schleier zieht auf, Geist steigt empor. So einfach. Ich sagte es doch. Du hörst mir nicht zu, niemand hört mir zu. Ja, vielleicht nicht. Aber ich kenne jetzt deine Freundin Bonnie. Wirklich? Ja, wirklich. Bonnie ist ein Fall für die Irrenanstalt. Als ich wieder draußen war, habe ich mir die zeremoniellen Orte mal angeguckt. Sie nennen sie... Orte der Finsternis. Schmerz, Tod, Leiden, Orte getränkt in Trauer. Wie Sammys. Wie Sammys. Jeder dieser Orte steht für einen anderen Aspekt ihres Glaubens. An dem Herrenhaus war ein Symbol, das sich auf die Noblen bezieht. Das Mardi Gras-Warenlager trägt das Symbol für das Pack. Und die geschlossene Schule hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Sie trägt dasselbe Zeichen wie du, Anna. Sie nennen es den Segen. Ja. Ja, der... Der Segen. Der Segen wird aufsteigen. Bonnie liebt den Segen. Sklaven trugen einst das Zeichen ihrer Besitzer. Es ist klar, dass Bonnie dort das Sagen hat. Möglicherweise ist sie der Segen und sieht Anna als ihren Besitzer. Bernie, der Segen? Nicht Bonnie, aber der Segen... Der Segen. Lincoln. Wer ist Sammy? Er war... ist... wie ein Vater für mich. Hat mich bei sich aufgenommen. Er starb. Ja. Tut mir leid. Mir auch. Mir auch. Lincoln. Sieh mal. Das Symbol. Ich kenne es vom Opernhaus im French Ward. Es steht seit 60 Jahren leer. Da war ein Feuer, oder? Ja, unsere Leute wollten nicht weiter gelyncht werden, also warteten sie, bis alle mächtigen Weißen in der Oper waren und dann haben sie sie in Brand gesetzt. Um die 100 Leute starben. Vielleicht steckte mehr dahinter. Soweit ich das verstehe, hat die Ensanglante drei Aspekte. Den Segen, was auch immer das ist. Die Noblen, reiche weiße Arschlöcher. Und das Pack, arme Schwarze. Vielleicht war es so im Opernhaus in dieser Nacht. Das Pack wurde all die Noblen los. Aber sie haben es nur geschafft, sie für ein paar Jahrzehnte im Bayou zu versenken. Ging Bonnie jemals mit dir zum Opernhaus? Opernhaus? Mhm.
Opernhaus. Der Segen. Die Reinigung. Nein, du verstehst es nicht. Du verstehst es nicht. Du siehst nicht mit den Augen, sondern mit dem Fleisch. Das Fleisch, es verzehrt. Es schenkt nichts. Hey, ist okay, Anna. Anna, ist okay. Ruh dich aus. Ich sollte mir wohl das Opernhaus etwas genauer ansehen. Etwas so Böses. Unterschätze es nicht. Werde ich nicht. Warte, Lincoln, bitte. Bitte geh nicht. Es ist ein böser Ort. Ich krieg das hin. Nein. Kriegst du nicht. Ja, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Klingt ja schon mal spannend. Also ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir schauen, was uns im Opernhaus so erwartet. Bis dahin, tschüss!